Moin Moin, Freunde der simulierten Landwirtschaft. Mein Name ist Chris, ich grüße dich für unseren YouTube und Modbox das Gewächshauspaket. Dieses Paket wird zur Verfügung gestellt von Grimlock RRC und der die Modbeschreibung in die Modbeschreibung, dass dieses ja, Gewächshauspack für alle Plattformen zur Verfügung steht. Also auch für unsere Freunde der Konsole, sprich PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, auch ihren, wir können den Mod darunter nutzen. Ja, wenn euch unsere Mod schon gefallen, belohnt es gerne einen Daumen nach oben, schreibt gerne was in die Kommentare, aktiviert Glocke, um keine weiteren Mods zu verpassen, ist alles kostenlos. Und wenn euch für die Kauf an Inhalt interessiert, beziehungsweise auch alles rund um die simulierte Landwirtschaft oder auch die realen Landwirtschaft, schaut mal bei den McManus-Kanälen vorbei, sowohl True Farming 2 Side Story Kanal, ist ein großes RP-Projekt von ihm und dem Team. Da werden halt die Side-Stories erzählt oder sein Hauptkanal, da kommen natürlich die Hauptstories von True Farming, beziehungsweise Edle Vibe-Kanal, da gibt es dann Reaction auf ja, Themen rund um Handwerk, Autos, Motorsport, Traktoren, Landwirtschaft. Also schaut da gerne vorbei, es ist immer interessant, könnt ihr euch mal schön anschauen. Ja, kommen wir zurück zum Gewächshauspaket. Ich fand es interessant, es gibt drei Größen. Das ist das größte hier, mittel und klein. Und ihr könnt quasi hier Fruchtsorten, quasi gucken mal eben, Tomaten, Salat und Erdbeeren, das ist das gleiche quasi wie auch in diesen normalen Gewächshäusern aus dem Standardspiel, nur dass die halt quasi so eine Art ja, Kleingarten angelegt sind. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist hier Wasser hinbringen, ne, hier Wasser abliefern, dann natürlich nicht zu vergessen, das Ganze zu aktivieren und dann müsst ihr halt die Zeit so ein bisschen für euch spielen lassen. Wir können mal ein bisschen aufdrehen hier, bis so die ersten Paletten hier spawnen. Das kann natürlich sein, ah, da haben wir schon die erste. So. Ne, habt ihr jetzt zum Beispiel erst bei den Erdbeeren, die ihr dann quasi verkaufen könnt. Und das Einzige, was ihr machen müsst, ist Wasser hinbringen und dann fangen auch die Gewächshäuser zu arbeiten. Ihr könnt natürlich auch, um mal zu sehen, wenn wir zum Beispiel sagen, wir wollen jetzt hier nur Tomaten haben, schalten wir das mal aus und schon stehen auch nur Tomatenpflanzen. Wenn wir zum Beispiel hier hinten sagen, wir wollen jetzt hier nur Salat haben, oh, ich hab falsch jetzt. Okay. Da haben wir hier halt nur Salat. So, machen wir hier nur Erdbeeren. Ne, und schon sind hier nur Erdbeeren drin. Das heißt also auch optisch nimmt dieses Gewächshaus logischerweise an, das, was ihr einstellt, was gemacht werden soll, das nimmt er dann an und sorgt dafür quasi, dass ihr dann auch visuell dargestellt bekommt, was ihr haben möchtet. Ne, damit ihr auch seht, oh ja, hier ist mein Erdbeergewächshaus, hier ist noch mein Tomatengewächshaus, hier ist mein Salatgewächshaus und schon könnt ihr da auf jeden Fall was reinkippen und dann habt ihr euren Ertrag. Ist natürlich so ein Gewächshaus, ist nichts Wildes, aber ich fand halt auch mal was anderes als diese großen Bauten, sondern eher dieses ja, Kleingarten-Feeling, ne? Also so Schrebergarten-mäßig. Ich fand es mal sehr schön. Ja, und wie gesagt, texturtechnisch kann man nicht sagen, ist jetzt eine schöne Pflanzkästen hier, eine rostige Gießkanne plus ein paar Wassertanks, damit auch ein Wasserspeicher hat und nicht immer jeden Tag da gießen muss und ein bisschen Arbeitsmaterial. Zu finden ist das Ganze durch ein Baumenü unter Produktion, dann Gewächshäuser. Hier für 3000 das kleine, da lässt sich auch nichts großartig ändern, farblich oder so, ihr könnt es nur platzieren. Für 5000 das mittlere und für 10.000 das große. Ja, und die könnt ihr heute natürlich so wie beliebig könnt ihr euch die platzieren und dann ist es halt leer und dann könnt ihr hier Wasser einfüllen und dann Fruchtsorten aussuchen und dann fängt das Ganze an zu arbeiten. Ja, und das ist das, was ich euch eigentlich zu diesem ja, Gewächshaus sagen kann. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, belohnt es gerne einen Daumen nach oben, schreibt gerne mal in die Kommentare, aktiviert die Glocke, um keine weiteren Mods zu verpassen. Würde mich sehr freuen. Und in diesem Sinne, tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Christoph von der Modbox. Ciao.